Robert Klaus hat den 64. Fußballlehrer-Lehrgang als Jahrgangsbester absolviert. Der U19-Trainer des Bundesligisten RB Leipzig wurde am Montag nach der 10-monatigen Ausbildung an der Hennes-Weisweiler Akademie ebenso wie seine 24 Mitschüler bei einem Festakt im Frankfurter Vorort Grafenbruch ausgezeichnet. Der 33-Jährige tritt unter anderem in Fußstapfen der Bundesliga-Trainer Domenico Tedesco, Schalke 04 und Florian Kohfeldt, Werder Bremen, 2016 und 2015 besten waren. Der Lehrgang stand unter der Leitung von Frank Wormuth, der den Deutschen Fußballbund DFB nach 10 Jahren verlässt und in der kommenden Saison beim niederländischen Erstligisten Heracles Almelo arbeiten wird. Auch der Lehrgang hatte eine besondere Note. Diesmal war es der Teamgeist, der in der Gruppe gepflegt worden ist, lobte Wormuth. Dies wurde insbesondere in der letzten Phase des Lehrgangs deutlich, in der sich Trainer gegenseitig bei den Hausarbeiten und in der Prüfungsvorbereitung unterstützt haben. Eingeteilt war der Lehrgang in 22 Wochen Präsenzausbildung, 12 Wochen Praktikum und 6 Wochen Selbststudium. Zu den Fachbereichen gehörten Fußballlehre, Psychologie und Physiologie. Im Modul Spitzenfußballanalyse waren Teilnehmer im vergangenen Jahr bei der U21EM in Polen gewesen. Die Teilnehmer des 64. Lehrgangs, Francisco Copado, Markus Daun, Antonio Di Salvo, Alexander Frankenberger, Bartosz Gaul, Dimitrios Gremuzis, Matthias Heitrich, Oliver Heine, Arne Janssen, Florian Junge, Robert Klaus, Thomas Kleine, Oliver Krause, Markus Krösche, Lukas Kwaśniok, Christoph Liebig, Christian Neidhardt, Ersan Palatan, Mike Sadlo, Timo Schulz, Daniel Steuernagel, Roni Thielemann, Timo Wenzel, Marco Wildersinn, Rainer Zietsch.